Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit The Night of the Rabbit. Ja, und ich habe wieder einen tollen Tipp bekommen. Wieder mal von der lieben Angelique. Danke dafür. Und zwar nicht nur einen Tipp eigentlich. Schon wieder mal mehrere. Ich bin halt zu doof. Man muss mir Tipps geben, damit ich selber auf die Idee komme. Die Idee komme, zum Beispiel, es sind ja nur Tests. Nicht wahr, liebe Angelique? Du sagst, du kennst das Spiel noch nicht. Aber, wer weiß. Vielleicht hast du auch heimlich in die Lösung geguckt. Und weißt schon alles vorher. Ich jedenfalls nicht, deswegen werde ich jetzt mal, es geht immer weg, das Menü, es nervt irgendwie. Werde ich jetzt mal die beruhigenden Baldrian-Tropfen nehmen und sie hier dem armen großen Wels ins Wasser kippen. Mal gucken, ob das klappt. Dann beruhigt er sich ein bisschen. Gute Nacht. Was hast du denn da gerade ins Wasser gekippt? Nichts. Was kleine Mäuse müde macht, kann doch für einen gigantischen Wels nicht schädlich sein. Das hoffe ich zumindest. Oh, der arme Wels. Oh, heftig. Er säuft er jetzt oder atmet er jetzt automatisch über seine Kiemen weiter, wenn er so wegschwimmt? Naja. Ich weiß es nicht. Das war jedenfalls die eine Sache. Die hat schon mal geklappt. Sehr gut, sehr gut. Die hat geklappt. Und jetzt werde ich nochmal das mit dem Ruder und so probieren, genau. Hätte ich auch mal wieder selber drauf kommen können, aber nee. Wehe, du seufzt jetzt, Judith. Ich kann es nicht mehr hören. Das war ich. Hallo, Herr Kirchenmaus und Sohn. Guten Tag. Ja. Genau, hier wollte ich hin. Das war jetzt total hohl, was ich gemacht habe. Das Boot ist ja schon längst weg. Ich bin ja gerade da gewesen. Was mache ich denn hier? Oh. Ja, dann gehe ich jetzt hier lang. Obwohl, nee. Nee, ich kann auch hier nochmal einen Briefkasten. Genau. Da steht A. Molena. Bitte keine Werbung einwerfen. Wie mysteriös. Ja, genau. Das war die zweite Sache oder dritte Sache. Ich weiß es nicht. Mit dem Brief hier. Den könnten wir da bestimmt reinwerfen. Der klingt doch genauso wie der auf dem Briefumschlag. Post ist da. Danke. Keine Ursache. Huch. Wer hat das gesagt? Tja, weiß ich nicht. Seltsam. Unverschlossen. Was hat er jetzt in sein Tagebuch gekriegelt? Nee, das nicht. Was ist denn jetzt neu? Das ist doch alles alt hier, ne? Das ist alles alt. Und das ist... Ach, das Gelbe ist, was wir schon erledigt haben? Nö. Keine Ahnung. Was er da jetzt gerade... Ist ein bisschen umständlich hier, dass man immer so rein ins Menü muss, nur um die Tagebucheinträge zu lesen. Aber okay. Ich mach mal jetzt Doppelklick, dann sind wir schneller. Ich bin ja einen Umweg gelaufen. Ja, schneller, schneller, schneller. Ich renne da gerade schon wieder im Hintergrund. Es ging nicht anders, sonst bin ich zu langsam. Sonst komme ich gerade nicht hinterher. Ich habe nämlich schon wieder viel zu lang telefoniert. Und dann komme ich wieder mit den Parts hier nicht hinterher. Sehr doof. Ach, jetzt bin ich aber auf der falschen Seite. Eine ganze gigantisch. Bei uns im Wald? Toll. So, rein zum Stadttor. Und wo soll ich denn jetzt lang? Nee, da wollte ich auch nicht lang. Nee. Dann komme ich nämlich... Nee. Nee, nee, nee. Wenn ich jetzt hier lang gehe, dann... Ist auch Quatsch. Komme ich ja gerade her. Und ich komme hier nicht auf die andere Seite, oder doch? Ich bin völlig verwirrt schon wieder. Doch, ich bin jetzt hier auf der richtigen Seite. Okay.
Es macht nur so... Und weil das im Hintergrund rendert, ist nicht schön. So, und jetzt soll ich versuchen, ob das mit dem Ruder hier klappt aus dem Löffel. Ist denn dieser Löffel... Ach ja, der war ja so groß. Ich sehe den im Inventar jetzt als so einen kleinen Löffel. Deswegen bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, daraus irgendwie ein Ruder und so zu machen. Genauso wie die Idee, das Ding hier als Anker das zu nehmen. Das muss nicht gelöffelt werden. Nee, aber du kannst das hier nehmen als Paddel. Das ist genau das, was wir brauchen. Ein ausgezeichnetes Paddel. Ach so? Ach ja, genau. So. Den Riesenlöffel jetzt schleppt er mit sich rum, oder was? Anker. Aber wenn ich das erledigt habe, geht's los, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Ja, dem Wels haben wir auch schon K.O.-Tropfen gegeben. Und den Riesenlöffel hat er jetzt mit sich rumgeschleppt, oder was? In seiner kleinen Handtasche. Naja, so typisch Point and Click halt. Was wollte ich jetzt? Ach ja, hier. Das ist ja ein idealer Anker. Hervorragend. Erster Mal, Jerry. Bitte öffnen Sie die Schleuse mittels der Schleusenöffnungsvorrichtung, die hinter diesem Turm installiert ist. Hinter dem Turm? Sieht tatsächlich so aus, als könnte man hier Schleusen öffnen. Entweder das oder ein paar Raketen abfeuern. Probieren wir es doch einfach mal. Ich lasse Ihnen den Vortritt auf der Jungfernfahrt unserer RV Blattgold. Leinen los! Steuerbord! Backbord! Lasst ihn über die Planken gehen! Juhu! Oh, der muss sich aber ganz schön reinquetschen. Die fette Maus. Ich nehme als Kapitän mal die Steuerung und du bist mein erster Mann. Hätte ich einen Papagei auf der Schulter, der nach jedem Satz bestätigt, dass ich recht habe, wäre ich jetzt bestimmt der Kapitän. Wie die da so an den Kucklöchern quetschen. Mit einem Strohhalm. Wie geil. Wie cool. Kann ich jetzt hier einfach irgendwie hinschwimmen, wie ich will? Ach, dann schwimmen wir mal bachabwärts. Mal gucken, was kommt. Halt! Wer flößt dort den Machina? Oh nein, nicht schon wieder der. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Du meinst wohl Maut. Wie drollig. Ja, ja, klug und drollig und begabt. Meine Mausesitterin Anja sagt das auch immer. Sackgasse, außer ihr zahlt 400 Laubtaler fürs Flößen. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gebühr hindurch. Wegelagerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgeheckt. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken können. Aber vielleicht sollten Sie ausnahmsweise mal die Geduld verlieren. Und dem kleinen Rechtags mal zeigen, wo der Hammer hängt. Das? Aber der kleine Humbert ist doch eine Maus. Das macht ihr Racker am besten unter euch auf. Ich schau euch einfach zu. Wegelagerei? Wie drollig. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Das sollte ja irgendwie kein Problem sein. Nee, doch, das sollte ein Problem sein. Jetzt haben wir ja gar nichts Süßes mehr. Können wir ihm denn noch... Ah, können wir ihm vielleicht... Kalter Kaffee mit umgekehrter Wirkung? Also... Wenn mich nicht alles täuscht, sieht er jetzt aus, als ob er wach macht, aber in Wirklichkeit macht er müde. Teuflisch. Das ist ja mal interessant. Kannst du die dann nicht ihm geben?
wertlos. Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Außer für mich. Und vielleicht meine Mausesitterin Anja. Sie sagt, ich bin ein begabtes Kind. Was könnte ich denn ihm mal geben? Sagt er wieder irgendwas? Wasserstraßenbaut, 400 Laubtaler. Unter meiner Brücke flößt man nur gegen Gemühe durch. Ich werde mir was überlegen müssen. Schon wieder. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Der virtuose Maxi Mauserkopf residiert zurzeit in Mauswald und ist höchst selbstbereit, einen, aber nur einen, hochbegabten Schüler die Kunst des Violinespielens zu lehren. Interessenten bitte melden. Wo habe ich das denn her? Schade, dass ich so unmusikalisch bin. Und hat er Interesse daran? Wertlos! Wasserstraße, außer ja. Und vielleicht... Sie sagt... Ist ja gut, ich hab's kapiert. Cool, Hagebutten. Wenn die getrocknet sind, kann man die als Juckpulver benutzen. Nein. Wertlos! Außer und vielleicht... Sie sagt... Keine Hagebutten, die wir ihm unterjubeln könnten. Bleibt ja eigentlich nur der Kaffee irgendwie, aber so will er das nicht. Er will doch bestimmt wieder was Süßes, oder? Oder? Tja, was hätte ich denn für ihn? Ich habe echt keine Ahnung. Ui, ich glaube, das Metall ist magnetisch. Magnetisch? Das brauchen wir bestimmt nochmal für irgendwas anderes. Meine Glücksmünze. Der Marquis hat sie magisch gemacht. Tut mir leid wegen dem Ton. Es sei denn, ihr hört das gerade gar nicht, aber bei mir ist es immer so leicht verzerrt. Ach, naja. Kann ich nicht mal hier durchgucken? Vielleicht sehen wir ja wieder was. Spiegelerei? Nein, nein, diese Kinder. Wir haben früher auch solche Sachen ausgehext. Da muss man als Erwachsener auch mal ein Auge zudrücken. Ja, ja, ja. Aber vielleicht und dem... Das? Aber der, das macht mich wehgeladen. Wie? Bloß nicht immer alles zu viel anklicken. Ach, aber da können wir noch hingehen. Ach so? Das können wir noch machen. Und wenn ich mir doch von Anja so einen Kuchen hole, oder vielleicht kriegen wir von ihm eine Belohnung dafür, dass wir jetzt so die Briefe weggebracht haben. Wir haben doch auch immer noch den Blaubeersaft. Immer noch kein Glück mit dem Fahrrad? Ehrlich gesagt, glaube ich, das ist sogar noch schlimmer geworden. Ich habe richtig Halsschmerzen. Richtig kalt hier. Deinen Feuerzauber könnte ich jetzt wirklich gut gebrauchen. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest. Dein Fahrrad steckt echt im Eis fest, Ich denke, das Eis wird morgen geschmolzen sein. Das bringt mir aber nichts. Wenn ich die Pakete heute nicht austrage, habe ich bald keinen Job mehr. Vielleicht kann ich dir ja helfen. Okay. Viel Glück. Danke. Wenn wir das nämlich mit so ihm... So ein... Ich wollte doch heute ab... Wenn wir das für ihn hier schaffen, kommen wir vielleicht auch an den Blaubeersaft. Und dann können wir vielleicht auch was Süßes wiederholen für den kleinen Humbert. Oder so. Ich habe aber jetzt echt keine Ahnung. Lieber halte ich besser. Was ich hier machen kann. Mal wieder. Mit dem Stock vielleicht Feuer machen, aber damit zusammen... Ein Stock bringt hier nichts. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Was bringt denn was? Das bringt nichts. Die Radioantenne mit dem Magneten irgendwie? Das bringt nichts. Blausaftautomat?
das bringen. Shit, der wollte ja auch Geld haben. Aber sonst hätten wir das mit den Baldrian nicht geschafft. Ich hab keine Ahnung. Nein. Irgendwas, was Feuer macht oder Wärme halt erzeugt. Nein, ich bin besser vorsichtig mit dem Ding. Mit einem Nagel bist du vorsichtig? Okay. Mhm. Kriegen wir Hilfe mal? Kriegen wir mal einen Rat? Wie kann ich denn Feuer machen? Hübsche Blume. Ich glaube, die ist auch auf einem von Mamas Entspannungstees drauf. Ja. Vor der Überflutung gab... Gut. Ich kann hier hin oder ich kann hier nicht weiter. Da sind aber Pilze. Haben wir die Pilze schon angeguckt? Das sieht aus wie eine kleine Treppe. Aber die Pilze müssten noch ein ganzes Stück wachsen, damit ich am Baumstamm hochlaufen kann. Dann könnte ich auch nachschauen, warum es dort oben schneit. Aha. Okay. Interessant. Aber irgendwie auch doch nicht gerade hilfreich. Sorry, dass ich rausgeflogen bin. Der Part war fertig gerendert. Ich habe mich wohl doch zeitlich verschätzt gehabt. Ich dachte, er braucht noch etwas länger. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Dann haben wir hier wieder eine bessere Qualität. Dann läuft das hier wieder etwas flüssiger und so. Ja, aber wie komme ich trotzdem weiter? Das hilft mir auch nicht. Fest verschlossen. Da hängt eins. Also ich glaube eher, dass wir mit dem Boot bestimmt hier lang fliegen können. Lang schwimmen können. Deswegen glaube ich nicht, dass ich hier wirklich fündig werde mit irgendwas. Vielleicht sollte ich doch eher nochmal ganz zurück. Stumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm und seufzt und pfeift. Das klingt fast wie eine Melodie. Das Orgelspiel des Windes. Der Atem des Waldes. Wie bin ich denn jetzt darauf gekommen? Bin ich etwa auch ein Dichter? Dichtermagier Jerry Haselnuss. War ich hier oben überhaupt schon mal? Was ist das denn für ein Stein? Sitzt ganz fest. Keine Ahnung, was das ist. Benutz mal deine Münze. Der sieht aus, als ob er schon vor 1000 Jahren vom Blitz getroffen wurde. Irgendjemand hat da 4 Öffnungen in den knorrigen Stamm geschnitzt. Aha, 4 Öffnungen. Und dann noch das andere Ding. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wozu uns das noch führen wird. Ach, hier ist auch noch ein Weg. Hier waren wir noch gar nicht. Nö. Sonst wären da keine Fragezeichen. Aha. Hallo, wer sind Sie denn? Wir sind angekommen. Wir werden die Lösung sein. Okay. Verdächtiger Typ. Ja, und irgendwie auch unheimlich, finde ich. Sieht aus, als ob diese Steinäuglein schon viel gesehen haben. Niedlich. Wanderweg Richtung Mauswald. Soll man damit jemanden rufen? Wann wird er das wohl endlich mal ausprobieren? Zur Vorderseite des Zwergenhauses. Aha. Ja, dann tschüss, ne? Naja, hier war ich ja jetzt schon. Egal. Ich laufe das nächste Mal noch ein bisschen weiter hier herum und mal gucken, ob ich eine Idee habe, wie wir
unseren kleinen Humbert nochmal bestechen können. Bestimmt mit irgendwas Süßem. Eventuell könnte ich mir vorstellen, dass man Plato den Frosch nochmal hilft, damit wir an den Blausaft kommen, damit wir halt von Anja die Küchleins bekommen oder so. Irgendwie so. Vielleicht. Und dann habe ich auch noch nicht das Rätsel gelöst mit dem mürrischen Gartenhasen hinten und dem anderen Mäuserich, der da entlang läuft. Denn da kommen wir ja auch partout nicht durch. Aber vielleicht sollen wir das auch gerade noch gar nicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen und bin natürlich weiterhin dankbar und freue mich über Tipps oder Kommentare oder Feedbacks oder positive Bemerkungen oder was auch immer ihr wollt. Und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von The Night of the Rabbit. Bis dann!